Hallo und herzlich willkommen zu DC Universe Online. So, wir wollen mal unseren alten, gut bekannten Helden Floppy 5005 anschauen. Den haben wir seit dem Update gar nicht mehr gespielt. Das heißt, wir müssen hier bestimmt so einiges an Einstellungen nachholen. Da ist er ja schon. Wir sollen uns immer noch bei Zatanna melden. Das war ja der Abschluss der letzten Folge. Aber wir haben ja nun das Update bekommen. Wasser ist inzwischen auch schon da. Und jetzt gucken wir mal, was wir da machen können. So, wir müssen überhaupt erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Ja, hier haben wir die Gegenstände und dann gucken wir mal hier herein. Und wie es aussieht, habe ich da doch schon Sachen vergeben. Vielleicht am letzten Mal, kann mich gerade nicht erinnern. Ist auch nicht schlimm. Wir haben dort den mittleren Kreis gewählt und sind hier runtergegangen und das mit Präzision haben wir es beendet. Gut, das lassen wir auch mal so. Da haben wir einen auf Macht und einen auf Präzision. Was haben wir überhaupt hier? Okay. Und ich vermute mal, ich habe die Webmastery auch drin. Ja, habe ich. Gut. Und im Loadout haben wir unsere Furie ist mit drin. Und wir haben den Generator reingetan. Auch das können wir einfach mal testen. Warum nicht? Guti. Ich vermute mal stark, dass sich die Respect-Marke jetzt nicht mehr einlösen lässt, beziehungsweise holen lässt. Mal kurz einmal hinter. Meine Güte. Eine Büste. Eine Gischt-Aura. Alles klar. Ja, die gibt's da nicht mehr. Ich hatte kurz überlegt, ihn auf Wasser umzustellen. Das lassen wir aber erstmal noch. Ich möchte noch mal warten, bis die Kraft dann die Kraft ist, die sie auch werden soll. Jetzt ist ja noch der kleine Kinderverarschungsvorlauf, in dem sie etwas OP ist. Und wenn sie dann das erste Mal richtig eingestellt wird, dann überlege ich mir noch mal, ob ich sie kaufen möchte. Ob ich umstellen möchte. So, das dürft ihr auch nicht vergessen. Das passiert ganz gerne mal und man merkt es immer erst im Raid. Immer schön dran denken, dass hier die Batterien aufgeladen sein müssen. Und hier taktische Modifikation. Wir haben 34 Points. Schalten wir mal den Nachschub wieder frei. Und das war's auch schon, alles klar. Mehr haben wir schon gar nicht. Jetzt können wir auch gut sehen, dass die Dinger hier nicht mehr abhängig sind von Zahlungen. Man kann die jetzt, wenn man das DLC bzw. den Zusatz hat, einfach nutzen. Die werden nicht mehr alle 30 Tage oder 60 Tage oder wie es auch immer war, nicht mehr freigeschaltet, sondern die bleiben jetzt einfach und das finde ich auch sehr gut so. Was ist das? Überraschungsmodifikationsache, die Dinger. Die lassen wir auch mal schön zu, sonst ist das ganze Inventar zugemüllt nachher. Und gucken mal. Das ist aber schon wieder ein neues Bildchen, ne? Oder ich erkenne es noch nicht. Kann auch sein. So, Nachschub. Hier rein. Haben wir das auch. So, wir haben unsere Klamotten des. Oh, die haben wir alle nicht ausgefüllt. Da könnten wir natürlich mal eben, so weit wie wir eben kommen. Wir nehmen den Stoßadapter für die Waffe. Wir nehmen unerbittliche Präzision. Ist nur, wenn man 9 Treffer in Folge macht. Und das ist tatsächlich nicht einfach heutzutage in den Loadouts. Das heißt, die kann ich nicht wirklich empfehlen. Darum nehme ich hier die steigernde Macht für die Kette. Und jetzt erklärt sich auch, warum. Da hinten nichts drin ist, weil wir das noch nicht alles freischalten konnten, weil wir keine Marken haben. Aber die beiden sind ja auch schon mal nicht schlecht. Guti, wir machen mal wieder Tagebuch. Die sagen immer noch, wir sollen zu Zatanna gehen. Und das ist sogar eine der hohen. Okay, hier ist wieder
Ich mach mal die weg. Das ist hier PvP. Da braucht man nicht viel zu erklären. Warnmeldung, reihe dich ein. Alles klar. Hier haben wir nochmal PvP. Meine ich. Schließe im Umgang. Gut, den Rest. Und die möchte immer noch, dass wir zu Zatanna gehen. Wir gehen einfach mal zu Zatanna. Zatanna. Wachturm. Ein Wuff, Wuff. So, wird uns auch angezeigt. Die steht ja in irgendeinem Übergangs... Ich glaube da, wo die Statuen stehen. Übergangstunnel, weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Flur, Zwischenraum, Mittel, was auch immer. Tada. So, da haben wir Zatanna. Was hast du denn zu melden hier? Erzähl mal. Ach ja. Ich dachte, das wäre noch übersetzt, aber auch nicht. Unten steht's, was los ist. Das mit der Übersetzung ist wirklich, wirklich schade. Noch viel schadiger ist es allerdings. Ich weiß, dass es falsch war, aber ne? Nicht drüber nachdenken. So, noch schade ist aber, dass die das nicht auf der englischen Version mit deutschen Untertiteln machen. Da haben wir ja schon so oft drum gebettelt und gebeten, aber leider passiert da nichts. Gut, sie hat uns also was erzählt und jetzt will sie uns wahrscheinlich erzählen, dass wir die Kultisten von den Straßen der Welt befreien sollen und dafür ein ganzes Siegesabzeichen kriegen. Da wir ja immer korrekt vorgehen wollen, machen wir das nochmal. Wir müssen gleich 13 Stück Gotham oder Metropolis, die sind auf den Straßen. Das sind die Kultisten, die haben so ein rotes Licht. Ach, sehen wir ja gleich. So, und da ist es dann ja auch völlig egal. Da können wir auch einfach mal so einen Zwischenraum nehmen hier. Wo sind wir da? In Little Bohima. Gucken wir mal, ob wir da eine Zatanna finden. Kultisten finden. Und wie es denn so ist, jetzt als Kleiner, wie alt bin ich denn? 86? CR86? Wie es denn jetzt nach der Umstellung so ist, ob die Aufgaben, die einem gestellt werden, auch noch zu lösen sind? Hin und wieder mal was gehört, dass es so schwierig geworden sein soll. Allerdings glaube ich, dass das etwa... Ja, für alle, die es interessiert, wenn denn mal jemand PvP in der freien Welt so machen möchte, in Little Bohima, also Polizei haben wir Little Bohima, versammeln die sich sehr oft. Und hier kann man dann so ein bisschen PvP machen. Hier hinten seht ihr einen, den kann man sofort direkt ansprechen. Und hin und wieder trauen sich da, sind da jetzt auch, sehe ich gerade, hier ist einer, der lilane, trauen sich dann auch mal irgendwelche Leute hierher aus der Schurkenregion. Und ja, ist irgendwie eine PvP-Area, wie es entstanden ist, weiß ich nicht, ist aber passiert. So, jetzt habe ich immer noch mit diesem Charakter das Problem, dass das blöde Ding sich immer nicht aktiviert. Das ist echt nervig. Vor allem, wo ist es denn jetzt? Dieses Zatanna-Dingsbums. Das ist wirklich nervig. Ich überlege, ob ich den einmal löschen muss und wieder neu aufbauen, nur damit ich diese Aktivierung habe. Aber das kann ja nicht sein. Echt komisch, ich finde es jetzt nicht mal. Aufstand in Einzelhaft, haben wir schon mal gemacht. Die Söhne Triangles, benutze Teleporterwacht und bla bla bla. Kriege das Licht, Jordan, reihe dich in der bla bla. Krise in der Umgebung. Auch nicht. Das kann es nicht sein. Das wird es nicht sein. Oh, mit aller Macht habe ich auch nicht gemacht. Okay. Ace-Infritierung. Ach doch, da ist es ja. Jetzt heißt es trügende Laster. Oder Tugenden über Laster heißt es. Okay. Jetzt steht es da auch endlich wieder 13 Kultisten. So, die müssen wir jetzt suchen gehen. Oh, hier ist ein richtiger Kampf im Gange. PvP, offene Welt, einfach mal so zum Spaß. Wobei das ja viele nicht mehr als Spaß sehen, was irgendwie schade ist. Die machen da ja richtige Kriege draus. Aber das soll uns nicht interessieren. Ja, sonst stoßt man immer aus Versehen drauf.
stößt, heißt es in dem Fall, ohne dass man es eigentlich will. Und wenn man sie dann will, dann verstecken sie sich. Wow, hier sollte ich nicht lang fliegen. Sie können auch nicht in diesen Area sein, in dem man seine Levels macht. Also zumindest nicht wirklich mittendrin. Oh, du Armer. Hier, ich muss eine gute Tat tun. Ja, hier, alles weg. Freiheit. Aber gerne. Gut, und der gibt uns auch einen Dollar dafür, ist das nicht lieb. Aber wir suchen ja nun diese Kultisten. Die wir natürlich dann nicht finden, wenn wir sie brauchen. Hier sind ja die Affen am Strand. Level 1, wenn man Superman-Mentor hat. Hier sind die Affen auch. Ja, ich sag ja. Das ist immer dasselbe. Alles, was man sucht, findet man nicht. Ein Raumschiff. Ist gar kein Raumschiff, ist nur eine Plattform. So, hier stecken sie sich manchmal. Ach komm schon. Gib mir so ein Ding. Was ist das für ein roter Punkt? Ah. Ja, das vergesse ich auch immer. Wir müssten vorne im Monitorraum in den Zentraltower. Da müssten wir uns öfter mal diese heroischen Taten holen. Um diese auch abzuschließen, mal ich glaube 25 Stück oder so. Damit wir dann diese kleinen Einbrecher und was sie eben gesehen hat, dem einem da geholfen haben, wäre auch eine heroische Tat. Und es gibt auch Leute, die von Gebäude springen wollen. Auch denen kann man helfen und bekommt dann diese heroischen Taten. Und 25 Stück davon ist dann eine Feat. Eine Heldentat. Und die wollen mich doch jetzt hier echt verkackeiern. Ich bin schon so oft jetzt reingefallen in diese Leute. In Momenten, wo es denn überhaupt nicht passte. Ja, darf man eigentlich auch nicht liegen lassen, wenn man sowas sieht. Was heißt eigentlich? Sollte man nicht? Tue ich deswegen auch nicht. Und ich fliege jetzt nach Gotham. Weil ich das Gefühl habe, dass ich da in dem dunklen Szenario diese Dinger besser sehe. Früher war es ja noch so, dass man jetzt erst in den Zentraltower musste. Zentralen Turm, Zentralsatellit. Um dann nach Gotham zu kommen. Das haben sie Gott sei Dank geändert. Das war eine der guten Neuerungen mal. Dass man von hier aus einfach überall hinbekommt. So, gehen wir mal in die Mitte von Gotham. In den Diamond District. Und schauen, ob wir jetzt endlich mal so ein paar blöde Kultisten finden. Wir müssten dann, das mache ich jedes Mal verkehrt. Die sind ja schon so nett und schicken uns zum Ausgang. Und ich übersehe das gerne. So, und once again, neue Suchung. Ich vermute mal, im Park sind sie nicht. Da haben wir es. Die haben wir gesucht. Und hier sind diese Kultisten. So, den markieren wir uns mal. Und dann... Ach, ja, das ist doch recht... Das war jetzt nicht wirklich schwierig. Sind das auch Kultisten? Oh ja. Oh, so schlecht gefällt mir das gar nicht mit Präzision. Also wir sind 86, die Aufgabe ist für 84. Ich kann nicht erkennen, dass es jetzt wirklich extrem schwieriger geworden sein müsste, könnte, würde. So, falsches Deutsch ist gutes Deutsch. Was ist das Weiße? Ach, das ist ein Ausgang. Nein, ist es nicht. Was ist das Weiße? Das Weiße? Auf dieser... Ah, da haben wir ja eben drüber gesprochen.
Wir haben ihn bestimmt schon mal in irgendeiner Folge gezeigt. Die möchte springen. Und wir als Held. Normalerweise bedankt sie sich auch noch. Okay. Und wir als Held hindern sie daran. Beziehungsweise reden es ihr aus, natürlich. Wir wollen an keinem den freien Willen nehmen. Ist sie jetzt schon wieder da? Hier ist ein neuer. Mein Gott, was ist hier los? Was ist los? Gott sei Dank, weil es dunkel ist. Die sind irgendwie kaputt, oder? Normalerweise sprechen die ein bisschen mehr. Gut, aber wir suchen ja weiterhin Kultisten. 3 haben wir von 13. Ist mal wieder so eine etwas überzogene, langwierige Aufgabe. Wobei man die ja nicht sofort machen muss. Das kann man ja auch einfach annehmen und seine Sachen weitermachen. In Metropolis irgendwas suchen gehen und die vergessenen Nebenquests finden und suchen und dabei das dann einfach mitmachen. So muss man es mit vielen Aufgaben, vielen Feed-Aufgaben sowieso halten, da man ja sonst sich zu Tode quält und sucht und dann auch keinen Bock mehr hat irgendwann. Deswegen annehmen und natürlich nicht zu viele, damit man auch noch weiß, was man tun muss. Aber ansonsten kann man die einfach annehmen und seiner Wege gehen und sie zwischendrin, mittendrin auch erledigen. Da hören wir doch was. Und so halten wir es gleich auch mal. Wir werden dann mal eine der anderen Aufgaben auch noch annehmen. Damit wir hier nicht völlig unsinnig durch die Gegend fliegen. Bis wir irgendwelche blöden Kultisten gefunden haben. Ah, okay. Seht ihr? So meine ich das. Sobald man sich entscheidet, das nicht weiterzumachen. Ich gestehe, ich weiß immer noch nicht, ob die eigentlich Schaden macht. Also ob es eigentlich Schaden macht, dieser... Okay, die haben wir anscheinend gerichtet. Ob dieser Generator Schaden macht. Hier höre ich irgendwas. Da. Vergesst diese Dinger nicht. Die sind teilweise gar nicht mal unwichtig. Blickpunkt JLA. Ihr kennt Batman, ihr kennt Batgirl. Jetzt ist auch Batwoman in der Stadt. Diese rothaarige Bombe bekämpft das Verbrechen in Gotham. Ihr Ziel ist die sogenannte Religion des Verbrechens, von der gemunkelt wird, sie hätten Kontakte zu der berüchtigten Verbrecherbande Intergang sowie zu dem dunklen, apokalyptischen Gott Darkseid. Sieht aus, als ob sie in Zukunft sehr beschäftigt sein wird. Hier ist WikiWhale für Blick.jla. Jaja, danke Wiki. So, eben habe ich noch gesagt, unnütz rumfliegen bringt nichts. Also diese Kultisten, wie gesagt, wie viele Aufgaben, die in der freien Welt stattfinden, annehmen und zwischendrin einfach mal dran denken und mitmachen. Weil sonst sieht er ja, ist man irgendwann, was weiß ich wo. So, reihe dich in den Dino-Tab, oder? Warteschlange. Area 51. Ein Deutsch. Das sind die ganzen Sachen, die da oben noch so rumgeistern. Deswegen sollten wir die einfach mal machen, damit die mal raus verschwinden. Und man kann nie wissen, was man da für Teile findet. Teile macht. Melde dich schnellstmöglich in Area 51. Sag mir Bescheid, wenn du transportbereit bist. Ich kontaktiere dich, sobald wir in der Lage sind, dich dorthin zu teleportieren. Das momentane Problem an dieser Art. Ich traue mich noch nicht zu heilen. Glaube ich zumindest. Momentan in der Warteschlange ist das. Warum steht das da immer noch? Neue Instanzen verfügbar? Haben wir doch alles gemacht. Ja, dass viele nicht mehr über die Warteschlange gehen, weil eben die Spieler so schlecht geworden sind, seit sich auch die größeren und erfahrenen Leute tatsächlich auf ihre Rolle immer wieder konzentrieren müssen. Können die Kleinen, die da so rumlaufen, nicht einfach so ohne weiteres durchgezogen werden. Weil eben, wenn man als großer Heiler da reinging früher, konnte man eben auch einfach die ganzen Ads zerstören, ohne dass es Probleme gab für irgendwen. Aber es ist eben alles runterreguliert worden und jetzt muss man sich auch hin und wieder mal konzentrieren darauf, was man eigentlich tun muss. Und
die ganzen Spieler, die durchgezogen wurden und sich haben durchziehen lassen und das Spiel eigentlich nie verstanden haben oder die Instanzen nie verstanden haben oder sich damit beschäftigt haben, sondern einfach nur hinterhergelaufen sind, die sterben natürlich wieder am laufenden Band und da hat man tatsächlich als Spieler keine Lust mehr. Also als Spieler, der jetzt etwas länger dabei ist und das auch spielen möchte, die haben einfach keinen Bock mehr, weil keiner sich um irgendwas kümmert, was ihnen angeht, sondern einfach nur rumsteht und nicht weiß, wo lang und wie, keine Skillpunkte hat und deswegen dauernd am Sterben ist und das macht ihm keinen Spaß. Deswegen ist diese Warteschlange momentan echt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unterbesetzt. Das ist momentan ein Problem. Ich denke, das wird sich aber mal wieder lösen irgendwann.